Ich wollte fragen, ob du eventuell noch Spielzeug oder Lebensmittel übrig hast. Meister. Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Streamingzimmer sieht aus wie fucking Scheiße. Shit, dude. What the fuck, dude. Aber Freunde, der beste Stream läuft vom Bestie GHG. It's in the game. Bo, 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 bo. Think about life. Freunde, wir haben gerade einen kleinen Kostüm gemacht und das hier sind die Highlights. Viel Spaß damit. Freunde, wir machen jetzt ein bisschen Quarantine-Me-Time. Quarantine-Time, Alkohol, ein bisschen Mischgetränkis und ein bisschen betrunken werden. Finger weg vom Alkohol. Ich glaube, ich mache jetzt Instagram-Bilder. Okay, jetzt zeig mal ein paar Poses auf spontan. Oh, das ist der Klassiker. Jetzt du? Oh, wow. What the fuck, Alter? Wichtig ist auf jeden Fall Mund offen haben. Aber nicht nach oben gucken. Doch, man muss immer so ein bisschen so aussehen, als hätte man Bock auf Dick. Mann, das beschreibt einfach genau meine Bilder. Und ich yo, who's poppin', dude? Oh, Memo. Kippt er mit Gitarre Pussy? Weiß ich nicht. Ja. Ich denke mal. Ja. Hast du es erkannt? Ist fucking awful, dude. Hallo Freunde, grüß euch. YouTube, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben die letzten Tage sehr viel dumme Scheiße gemacht, wie zum Beispiel 1000 Euro für Scratch-Off-Tickets ausgegeben. Ja, 200 Euro! Oder 10.000 Euro ausgegeben für Glurak. Heute machen wir tatsächlich was Sinnvolles. Und wer könnte mir dabei helfen? Wer könnte mir besser dabei helfen als mein guter Homeoffice-Kollege Lukas? Yeah! Schon wieder irgendeine dumme Scheiße, die wir zusammen unternehmen dürfen. Yeah. Unser Stativ war einfach diese Fernbedienung, Bro. Digga, aber ich habe actually sogar noch eine kleine Überraschung für dich. Du musst aber eine Blindfold drum machen. Okay, Lukas, komm. Hier zu mir. In die falsche Richtung. Komm, ey, das sind Menschen. Wo ist meine Überraschung? Okay, du kannst die Augen aufmachen. Es ist tatsächlich. Yo! Nein, es geht nicht ums Auto, Bro. Du kriegst, also der Müll im Auto ist die Überraschung. Wir müssen es noch wegbringen. Ja, ich habe ein Parkkartenproblem. Ich klingel dann einfach immer im Parkhaus und dann lassen die mich manchmal so raus, wenn ich sage, hey, ich habe 1 Million Follower auf Twitch. Ja. Vielleicht springt für euch ein Shoutout bei raus. Ich meine, ich habe viele Zuschauer, die potenziell irgendwann mal parken müssen. Ja. Lang! Lass mich da lang! Können die alle nicht Auto fahren? Das haben die irgendwo anders gelernt. Irgendwo Brandenburg oder sowas. Ja. Wo mach ich's her? Wir haben Sperrmüll. Hey, Lukas, deine Mutter ist auch da. Das war einer zu viel. Kevin, jetzt steht hier. So ein bisschen echte Arbeit. Kind, bitte mach das Licht aus. Bitte, ich kann so nicht Auto fahren. Du weißt ganz genau, es ist gefährlich auf der Autobahn. Freunde, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, sind aktuell schwierige Zeiten. Aber es gibt Leute, die sind noch weitaus schlechter dran. Der Gag wird auch wirklich noch 1000-mal besser, dadurch, dass es jetzt der 10. Take ist, den du aufnimmst. Und zwar helfen wir heute der Arche. Falls ihr die Arche nicht kennt, das ist eine Organisation, die Kinder und Jugendlichen helfen in schwierigen und auch Familien in schwierigen Zeiten. Und denen helfen wir heute, indem wir alle Freunde und Influencer-Homies angeschrieben haben. Meisti! Hi Bro, was geht ab? Hallo Mama! Ah, ich wollte kurz fragen, ob du eventuell noch Spielzeug hast oder ein paar Lebensmittel. Und das holen wir jetzt ab und bringen dahin. Let's fucking go, dude. Freunde, wir sind an einem legendären Ort. Hier wurde das Lenkrad geklaut. Ich Bruder. Also bitte dazu sagen, dass es mehr als einmal passiert ist. Es ist zweimal passiert? Ja, zweimal in 2 Wochen. Was? Aber beim zweiten Mal war alles weg. Da war Cockpit weg. So, dann haben wir hier eine Dartscheibe. Oh. Habe ich auch unterschrieben, falls es für irgendwen was passiert. Na, dann müssen wir die wegwerfen jetzt. Okay, toll, ruined. GHD Glätteisen. Bruder, du solltest die nicht verkaufen. Also, ich weiß ganz genau, dass Sonny vorher so gesagt hat und sag, das ist ein gutes, sag, das ist von GHD. Und diese Story ist komplett wahr. Okay, dann haben wir ein Parfum, dann haben wir hier noch so eine Tasche, dann haben wir hier noch ein neues Portemonnaie. Ich hab echt viel Shit rumliegen, kann das sein? Digga, weißt du, wie viel Pakete Sonny bekommt? Das ist nicht mehr normal, ehrlich. Und das ist das, wo Kevin gesagt hat, Zitat, das will ich selber behalten. Das ist hier so ein Aquaspeaker, kann man in der Badewanne Musik hören, wenn man Bock drauf hat. Guck mal, das ist geil, das behalte ich. Auf jeden Fall. Und hier sind noch ganz viele Equipment-Sachen für Darts drin. Okay, sehr, sehr geil. Ey, Dicker, mega nice, no joke. Kann ich deine Schuhe filmen? Nein, geh mal weg, was ist das? Kann ich ein Bild mit deinen Schuhen machen? Freunde, wir sind bei Basti. Sag mal was. Ja, hallo, ich
Ja, Boah, du warst ja dir so richtig süß, einfach so aufgebaut, Digga. Boah, Digga, das sind so Mandarinen. Alter, da behalte ich mir aber welche. Digga, einfach drei Kniffelsets, Junge. Oha, mit welcher? Die ja, habe ich gar nicht gesehen. Alles einzeln. Was haben wir hier noch? Spielesammlung. Boah, Digga, das ist übel geil. Sehr nice. Danke, Digga. Drück mal auf den Knopf. Okay. Weird Flex, Bro. Yo. Ich habe hier so eine Seifenblasenmaschine, die ich irgendwann mal für ein Video geholt habe, aber nie benutzt habe. Mit hier so natürlich noch das Nachfüllzeug und das Krasseste. Da machst du unten Seifenblasen-Dings ran, oha, und ballert die Seifenblasen. Das behalte ich auf jeden Fall. Da ja, sind hier ein paar Animes, die Massivbiografie. Ja, Klassiker. Darf in keine Arche fehlen auf jeden Fall. Nice, danke, Mann, Alter. Übel geil, dass du da mitmachst, gerne, Bruder. Cool, dass du sowas machst. Geht ab, Bro. Boah, sehr geil. Oha, Dicker, das ist übel nice. Oh, man, fetten Schnapp gemacht hier wieder. Aber ja, hallo. Was haben wir, Bruder? Klamotten? Oh, die werden sich gemobst, Junge. Vielen Dank, Bro. Ja, kein Stress, Digga. War jetzt nicht so viel. Danke. Freunde, richtig süß. Ich war gerade nochmal bei meiner Tante und sie hat hier nochmal so ein richtig nices Paket zusammengestellt mit so Puzzle. Digga, hier ist sogar Feuerwehrmann Sam einfach. Zahnbürsten, Bastelpapier. Es ist so lieb, no joke. Big Shoutout an meine Tante. Sehr, sehr nice. Vielen Dank. Yo, 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 what's up, yo? Ich habe gestern noch ein Paket bekommen von unseren Freunden von Logitech. Keine bezahlte Werbung, aber vielen Dank fürs Unterstützen. Die haben uns auf Ehrenbruderbasis ein riesiges Paket zugeschickt mit 4 Speakern für so PCs. Das sind irgendwie so 20 Mäuse, Keyboards. Und dann habe ich gestern noch ein kleines Video von meiner Mom erreicht, weil die ist gerade nicht zu Hause, hat sich aber nicht lumpen lassen, ein kleines Paket zu machen. Hallo liebe Kinder der Arche. Kevin hat mir von seinem Vornamen erzählt und ich fand das eine super Idee und habe gedacht, ich packe mal gleich was ein für euch. Und ich hoffe, ihr freut euch daran und habt viel Spaß damit. Und zusammengepackt. Okay, Dicker, wir haben jetzt alles abgeholt, alle Pakete von allen Homies. Aber Dicker, du weißt, was ich denke. Es fehlt noch eine Sache. Eine Sache fehlt noch. 100 Kilogramm Nudeln. Let's fucking go, dude. Ich sag mal so, für so einen Kevin Volta oder Tim Gabel, da ist das eine nette Mittagsportion. Ey, glaubst du, wir sollten Car2Go nehmen, weil es ein größeres Auto ist? Ja, Mann, da passt alles richtig geil rein, Alter. Sag mal, hakt ihr da drüben oder was? Ich fahre die ganze Zeit schon hinter dir her, Junge. Wir können es auch ganz anders klären, Junge. Hey. Ah! Bruder, wir haben vorne, machen wir alles im Auto, sollen wir es einfach hierher bringen? Ich habe auch zwei kleine Kinder dabei, die uns auch beim Fragen helfen. Oha! Das wäre nice. Das wäre nice. Und wir haben auch eine Videoerlaubnis, also die könnt ihr auch filmen, wenn ihr wollt. Manche sind auch echt kamerageil so. Okay. Das ist der geilste Scheiß hier. Das ist alles so Dicker. Gaming-Sachen. Ja, Dicker, kriegst du es weg? Oder sollen wir es zu zweit machen? Boah, ja! Ja, dann bin ich nach Hause. Sehr geil. Das ist. Wir haben Beats gegönnt, Bro. Ja, für so. Oh mein Gott. Hey, wir können da unsere Beats machen. Dankeschön, ja. Ey, Bruder, übel gern. Hier, die gute alte Massivbiografie, Dicker. Die darf nicht fehlen. Okay, Bruder, Extended Mac. Ich glaube, es fällt dich auf, Bro. Jetzt einfach auf unauffällig reinhauen, oder? Ich wollte fragen, ob du eventuell nur Spielzeug oder Lebensmittel übrig hast. Timo, ich hatte nicht wirklich meine Hose aus, Alter. Ich hatte eine Boxershorts an, keine Sorge.